Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es tut mir auch wirklich leid, dass wir euch und Sie haben derart warten lassen. Ich hoffe, Sie haben sich schmecken lassen. Ich hoffe, Sie sind gut versorgt mit Getränken. Das Flugzeug hat uns im Stich gelassen und ist halt in Berlin 1,5 Stunden später losgeflogen, als es eigentlich sollte. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier sind. Also immerhin, man erlebt ja manchmal auch, dass Flieger gar nicht mehr starten. Insoweit waren wir schon richtig voller Bangigkeit, aber es hat eben doch noch geklappt. Und auch wenn das Wetter nicht so mitspielt, ich finde, ich spüre hier schon richtig gute Stimmung und richtig viel Enthusiasmus. Und den brauchen wir allerdings auch für den Wahlkampf, weil ich finde, das kann nicht wahr sein, dass es immer weiter so geht in diesem Land. Immer Politik für die Wirtschaftslobbyisten, immer Politik für die Waffenschmieden. Wir brauchen endlich mal Politik für die große Mehrheit der Menschen. Und da steht nur die Linke dafür. Aber dafür brauchen wir ihren Rückhalt und ihren Rückenwind, damit wir das durchsetzen können. Ich meine, es ist doch wirklich frappierend, wie sich auch dieses Land immer mehr verändert hat in den letzten 20 Jahren. Wie die soziale Spaltung immer größer geworden ist. Wie immer mehr Menschen in einem Land, wo in der Presse geschrieben wird, Deutschland sei der Popstar der europäischen Wirtschaft, wie in einem solchen Land immer mehr Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr leben können oder auch gar keinen ordentlichen Arbeitsplatz haben. Also das ganze Gerede vom Jobwunder geht ja auch an vielen vorbei, die höchstens einen Minijob haben oder vielleicht irgendeine befristete Teilzeitstelle, die dann ganz schnell wieder ausläuft und die sich dann doch immer wieder beim Jobcenter melden müssen, Hartz IV beantragen müssen, gedemütigt werden, drangsaliert werden, als wären sie daran schuld, dass es nicht genug ordentliche Arbeitsplätze in diesem Land gibt. Ich finde, das darf so nicht weitergehen. Und deswegen müssen endlich diese ganzen miesen Gesetze, die auch die Menschen, vor allem die Beschäftigten in diesem Land, wehrlos gemacht haben und die sie ausgeliefert haben, den Lohndrückern in den Unternehmen, diese Gesetze, die müssen doch endlich mal zurückgenommen werden, weil das ist doch die Agenda 2010 gewesen. Das war doch ein großes Paket von Gesetzen, akkurat nach den Wünschen von BDI und BDA, also den Arbeitgeberverbänden, um den Arbeitsmarkt so zu zersplittern, um das ursprüngliche Prinzip, ein Betrieb, eine Belegschaft, eine Gewerkschaft, wo man noch kämpfen konnte, um das völlig aufzusplitten. Und jetzt hat man die Situation in großen Unternehmen. Es gibt im Grunde drei Klassen von Beschäftigten. Es gibt die Festangestellten, es gibt die Leiharbeiter und es gibt die Werkvertragler, die noch am allerschlechtesten von allen gestellt sind. Und ich finde, das hat die Politik ermöglicht. Das zeigt doch, in wessen Interesse hier CDU, CSU, FDP, aber leider auch SPD und Grüne in den letzten Jahren Politik gemacht haben. Und wir wollen diese Gesetze zurücknehmen. Wir sagen, die Agenda 20 Sie hat keine Fehler, der war der Fehler. Ich meine, es gibt ja eine Zahl, die haben die deutschen Ökonomen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ausgerechnet. Und ich finde, das sind ja jetzt kein Institut, das der Linken besonders nahe steht, aber diese eine Zahl, die sie ermittelt haben, die ist einfach erschreckend. Die haben sich nämlich mal angeguckt, wie haben sich eigentlich die Einkommen der Menschen in diesem Land entwickelt. Und zwar nicht immer das Durchschnittseinkommen. Durchschnitt ist immer ganz toll. Also man kann ja wirklich völlig abstruse Verhältnisse haben. Der Durchschnitt ist vielleicht schön. Nein, sie haben sich genau angeguckt, wie haben sich die Einkommen der einzelnen Schichten der Bevölkerung entwickelt. Und dann haben sie ein ganz frappierendes Ergebnis zutage gefördert, nämlich 40% der Bevölkerung, das ist immerhin fast die Hälfte, hat heute sage und schreibe weniger reales Einkommen als Ende der 90er Jahre. 40%. Und ich finde, das allein ist doch eine Schande. Und das ist ein Armutszeugnis für alle Parteien, die in diesen 20 Jahren an der Regierung beteiligt waren. Das ist doch wirklich eine absurde Politik. Muss ich ehrlich zugeben, da schwebt mir auch immer wieder der Kamm und ich kann mir vorstellen, vielen von Ihnen und von euch auch, wenn ich dann im Lichte solcher Untersuchungen und solcher Realitäten, wenn ich dann Frau Merkel höre und wenn ich dann höre, wie sie allen Ernstes und ohne rot zu werden den Menschen erzählt, Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Also ich meine, das sagt die
obwohl und in dem Falle belegbar durch Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung knapp die Hälfte der Bevölkerung sozial abgestiegen ist. Denen geht es ja nicht so gut wie nie zuvor, denen geht es schlechter als zuvor. Das belegt ja diese Zahl. Und ich finde, wer angesichts einer solchen Realität trotzdem solche Sprüche klopft wie Frau Merkel, da gibt es doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um das zu erklären. Also entweder für Merkel gehört die Hälfte der Bevölkerung nicht zu Deutschland, kann ja sein, oder aber die Frau ist so fern der Lebensrealität der Menschen in diesem Land, dass sie einfach gar nicht weiß, was los ist. Aber ich finde... Egal, welche von diesen zwei Alternativen zutrifft, das kann ja auch sein, beide stimmen, ich finde ganz egal, das zeigt doch auf jeden Fall, die Frau gehört im Herbst in Rente geschickt, die hat keine Verlängerung verdient, die sollte sich noch mal 4 Jahre dieses Land regieren. Aber natürlich reicht es nicht, Frau Merkel abzuwählen. Wir brauchen ja vor allem eine andere Politik. Wir müssen ihre Politik abwählen. Und das ist allerdings schwierig. Das ist deshalb schwierig, weil Ihr Herausforderer, Herr Schulz, leider auch nicht viel anderes vertritt. Also ich weiß ja nicht, wie Ihnen das ging. Ich war ja zunächst mal wirklich positiv überrascht über seine allerersten Äußerungen öffentlich. Also damals, als er nominiert wurde von Herrn Gabriel, da klang das ja mal eine kurze Zeit so, als wollte er wirklich in der SPD einen anderen Kurs durchsetzen. Als wollte er wirklich die SPD, ja ich sag mal, zu dem wieder machen, was sie früher mal war, nämlich eine sozialdemokratische Partei. Also er hatte da gesagt, die Agenda 2010, die sei doch korrekturbedürftig. Und dann hat er auch immer wieder von sozialer Gerechtigkeit geredet und von den hart arbeitenden Menschen in diesem Land und all so Sachen. Und das klang ja zunächst mal gar nicht so schlecht. Und deswegen waren wir ja auch zunächst mal alle aufmerksam, was kommt denn da jetzt? Na und was kam? Nichts kam. Über Monate lang kamen zunächst mal fast überhaupt keine Forderungen. Und als dann so langsam sich das Wahlprogramm der SPD konkretisierte, als sie dann so langsam gesagt haben, was sie eigentlich wirklich wollen, da war das auch nichts anderes als ein Weiter-so. Also am Arbeitsmarkt zum Beispiel, soziale Gerechtigkeit. Die einzige konkrete Forderung, oder zwei. Eine, Sie sagen, Sie wollen ein Arbeitslosengeld Q. Das heißt, wenn man eine Weiterbildung macht, dann wird das auf das Arbeitslosengeld 1 angerechnet. Das ist ja gut, das kann man machen und das ist sinnvoll. Aber das ändert doch an dieser ganzen Misere nichts, dass Menschen eben nach ganz kurzer Zeit Arbeitslosigkeit, vielleicht dann nicht nach einem Jahr, sondern nach einem Jahr und 3 Monaten. Aber doch nach einem sehr, sehr kurzen Zeitraum Arbeitslosigkeit, die in den sozialen Abgrund stürzen, wenn sie in Hartz IV kommen. Und für die Menschen, die schon Hartz IV bekommen, für die ändert sich schon gar nichts. Weil die kriegen ja noch nicht mal mehr eine Qualifizierung angeboten. Das lohnt sich ja gar nicht für die Arbeitsämter. Das heißt, für all diese Menschen, denen es in diesem Land richtig schlecht geht, ist da schon mal gar nichts im Paket. So, was hat er zum Arbeitsmarkt beizutragen? Da gibt es auch eine richtige Forderung. Und das ist die Forderung, sachgrundlose Befristung endlich zu verbieten. Ich meine, das war mal früher in Deutschland so. Es war mal verboten, dass man einen Arbeitsplatz immer wieder nur befristet vergibt. Das hat man politisch irgendwann legalisiert und seitdem boomen befristete Jobs, weil das natürlich ganz lukrativ ist für die Unternehmen. Weil wenn die Leute immer befristet sind, ja, dann können sie sich ja schon gar nicht mehr wehren. Also wer einen befristeten Job hat, der hat ja noch nicht mal mehr seine Grundrechte, zum Beispiel das Grundrecht auf Streik, weil dann läuft die Befristung eben aus. Also insoweit ist es richtig, wenn die SPD sagt, sachgrundlose Befristung verbieten. Aber ich sag mal, das Sagen und das Tun, das ist doch hier ein Riesenunterschied. Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht. Wir haben vorletzten Freitag im Bundestag, nachdem wir das vorher schon öfter beantragt hatten, aber da war ja Schulz noch nicht Parteivorsitzender. Also haben wir jetzt nochmal vor einer guten Woche im Bundestag beantragt, sachgrundlose Befristung verbieten. Theoretisch gibt es dafür eine Mehrheit, weil die Grünen wollen das und die SPD hat ja auch das in ihrem Wahlprogramm. Und trotzdem, was ist rausgekommen?
Die SPD hat nahezu geschlossen dagegen gestimmt. Und das erzählt sie uns ja, die dürften ja nicht anders abstimmen wegen der Koalitionsdisziplin. Wir haben doch jetzt am Freitag, gestern, gerade erlebt, dass man, wenn man will, auch anders abstimmen kann als die Koalitionsdisziplin. Da haben sie es doch anders gemacht. Und ich sage mal, ja, das war ja gut, dass sie es diesmal so gemacht haben. Aber das zeigt doch erst recht, wie völlig heuchlerisch es ist, wenn sie dann gegen elementare soziale Forderungen, und da geht es wirklich um die Lebensverhältnisse von Millionen Menschen, die betroffen sind, wenn sie sich dann hinter einer vermeintlichen Koalitionsdisziplin verstecken. Also ich finde das unmöglich und wir werden auch dabei bleiben, sachgrundlose Befristung gehört verboten. Und ich finde es ganz schäbig, dass die Mehrheit, die es dafür gibt, seit 4 Jahren nicht genutzt wurde. Aber das ist zumindest eine Forderung, die die SPD im Wahlprogramm hat. Da hatte sie allerdings 2013 auch schon, also muss nicht viel heißen, aber zumindest haben sie noch drin. Aber ansonsten zum Arbeitsmarkt, große Leere bei der Leiharbeit. Ich meine, das ist doch gerade auch einer der politisch geschaffenen Skandale. Auch das war mal verboten. Man durfte früher nicht, ein Unternehmen durfte nicht einen Arbeitsplatz immer wieder mit einem Leiharbeiter besetzen. Heute ist das legal. Und es ist bis heute nicht durchgesetzt gesetzlich, dass Leiharbeiter wenigstens den gleichen Lohn bekommen. Ich sage mal, in Frankreich bekommen sie sogar 10% mehr, weil man sagt, die sind ja in viel unsicheren Jobs, was sie auch tatsächlich sind. Deswegen wollen wir das ja auch generell verbieten. Aber ich wäre ja schon froh, wenn man wenigstens sowas fordern würde. 10% mehr, damit die Leute wenigstens besser gestellt sind. Nichts wird nicht mal mehr gefordert. Oder nehmen wir auch den Mindestlohn. Ich meine, ich bin ja froh, dass wir in Deutschland einen Mindestlohn haben, okay. Aber ehrlich gesagt, das ist doch eigentlich gar kein Mindestlohn. Das ist ein Armutslohn. Wer kann denn in Deutschland von 8,84 Euro leben? Da kommt man doch nicht über die Runden. Da kann man doch nicht seinen Lebensunterhalt finanzieren. Und vor allem ist es auch so, hundertprozentig weiß man, dass man im Alter bettelarm sein wird, wenn man im Leben solche miesen Löhne kriegt. Und ich finde auch deshalb, Mindestlohn 12 Euro, das ist das Mindeste, was durchsetzbar sein muss. Ich meine, die Bundesregierung selber hat das ja ausgerechnet, dass man wenigstens 11,68 Euro braucht, wenn man sein ganzes Leben Vollzeit arbeitet und dann im Alter eine Rente haben möchte, die wenigstens minimal über der Grundsicherung liegt. Und trotzdem tun die nichts. Das heißt, sehenden Auges kalkulieren sie ein, dass viele, viele Menschen auf eine Altersarmut hinzulaufen und dass sie im Alter arm sein werden. Und ich finde, auch damit darf man sich nie abfinden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Studie gelesen hat, die ist diese Woche gerade veröffentlicht worden. Studie der Bertelsmann Stiftung und des DEW zur Altersarmut. Da ist genau das bestätigt, was immer aus unserer Bundestagsfraktion, auch gerade von Sabine Zimmermann, auch von anderen, immer wieder betont wurde, nämlich die Altersarmut wächst und sie wächst dramatisch. Und jetzt ist diese Studie rausgekommen und da steht es nochmal drin. Da steht nochmal schwarz auf weiß, wenn nichts passiert, wenn politisch nicht endlich gehandelt wird, dann wird in Zukunft jeder fünfte Rentner arm sein. Jeder fünfte Rentner arm sein. Und was war die Reaktion der Politik? Nichts. Frau Merkel oder Herr Schäuble sinnieren darüber, ob man vielleicht das Rentenalter sogar noch auf 70 anheben soll, weil das doch also eine wirkliche Großtat wäre in der Bekämpfung der Altersarmut. Dann wäre wahrscheinlich jeder fünfte, sondern jeder dritte Rentner irgendwann arm, weil ja schon heute bis 67, was ja jetzt die offizielle Grenze ist, da bewegen wir uns ja gerade hin, die Leute haben doch gar keine Chance, in dem Alter überhaupt noch ordentliche Vollzeitarbeit zu finden. Das ist ja nur eine Rentenkürzung. Und das heißt, die CDU will noch mehr Rentenkürzung, obwohl wir schon so ein Problem haben. Also da muss man sagen, die kann man natürlich völlig abschreiben. Aber auch die SPD, was will die SPD? Die SPD will den Status quo erhalten. Also heldenhaft sagt sie, ja, nein, also 70, Rente mit 70 will sie nicht. Rente mit 67 ist kein Thema mehr. Letztes Wahlprogramm der SPD, da haben sie noch gesagt, Rente mit 67 wollen sie rückgängig machen. Jetzt ist es völlig akzeptiert. Und auch die Absenkung des Rentenniveaus, also die Rentenkürzungen der letzten Jahre, wollen sie nicht mehr rückgängig machen.
Sie wollen nur nicht weitere Rentenkürzungen. Aber da muss man auch sagen, diese Studie über Altersarmut, die bezieht sich doch auf ein Weiter-so des jetzigen Status quo. Also auch da ein Abfinden mit massenhafter Altersarmut. Und das in einer Situation, wo all diejenigen, die über Renten reden, doch einfach nur mal eine Studienreise nach Österreich unternehmen müssten, um zu begreifen, wie es anders geht. Weil Österreich hat nämlich ist einen anderen Weg gegangen als Deutschland. Deutschland ist ja den Weg gegangen, damals unter Riester, die gesetzliche Rente zu kürzen und stattdessen privatisierte Betrugsrenten. Und ich sage das ganz ausdrücklich, Betrugsrenten, weil das ist nämlich ein riesiger Betrug. Wie Riester oder wie das, was Frau Nahles jetzt eingeführt hat, solche privatisierten Renten zu fördern, die darauf beruhen, dass man irgendwelche Aktien, irgendwelche Fondsprodukte kauft, wo man am Ende überhaupt nicht weiß, was man für eine Rente kriegt, weil das ist völlig abhängig von den Launen der Finanzmärkte. Das war der deutsche Weg. Der österreichische Weg war, wir machen die gesetzliche Rente zukunftsfest und subventionieren nicht irgendwelchen Mist, der nur die Banken und Versicherungen reich macht. Und die gesetzliche Rente zukunftsfest haben sie dadurch gemacht, dass sie alle in einen Rententopf einzahlen lassen. Also nicht nur die Beschäftigten, auch die Selbstständigen, die Beamten und die Politiker, alle zahlen in einen Topf und alle kriegen ihre Rente aus diesem einen Topf. Und das hat immerhin zur Folge, dass in Österreich ein durchschnittlicher Rentner 800 Euro mehr im Monat bekommt als ein durchschnittlicher Rentner in Deutschland. 800 Euro mehr, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das heißt, all diese Politiker, die uns immer wieder belügen, von wegen eine ordentliche gesetzliche Rente sei nicht möglich, die müssten nur nach Österreich fahren, müssten nur das Gesetz dort abschreiben, im Bundestag die Hand dafür heben und wir könnten eines der elementarsten Probleme unserer Gesellschaft, nämlich das Problem von Altersarmut und Angst vor Altersarmut, lösen. Und ich finde, wer das dann nicht macht, der ist nicht nur ein riesiger Politversager, sondern ich finde, der gehört wirklich abgewählt und keine Stimme mehr für diese Rentenkürzer, die nicht an der Situation verbessern wollen. Und da kann man wirklich sagen, es gilt auch für viele andere Probleme. Also wenn man immer wieder ihnen erklärt, was alles nicht finanzierbar ist, also zum Beispiel gute Rente, gute Pflege, gute Bildung, immer heißt es ja dann unfinanzierbar. Ich bin überzeugt, Politik kann immer das finanzieren, was sie finanzieren will. Und was nicht finanziert wird, das wird nicht deshalb nicht finanziert, weil man kein Geld hat, sondern weil man es nicht finanzieren will, weil es nicht auf der Prioritätenliste steht. Das ist doch das eigentliche Problem. Mein Gott, wir sind ein so reiches Land. Natürlich könnte man genug Geld reinholen über ordentliche Besteuerung von Superreichen, damit man all diese Aufgaben erfüllen kann, die ich eben gesagt habe. Und man muss ja nicht mal nur zusätzliche Steuern erheben. Man könnte ja auch einfach mit dem Steuergeld, was man hat, dieses Steuergeld vernünftig einsetzen. Also da fördern sie jetzt überall sogenannte öffentlich-private Partnerschaften. Die Autobahn, die Schulen, alles soll künftig mit solchen öffentlich-privaten Partnerschaften saniert werden. Das sind Raubverträge. Der Rechnungshof hat immer wieder gesagt, das ist etwa 40% teurer, als wenn es die öffentliche Hand selber macht. Da haben sie Geld. Da schleudern sie Geld zum Fenster raus. Also ist offenbar genug da, weil sonst könnte man es ja nicht zum Fenster rauswerfen. Oder ein anderes Thema. Ich meine, es gibt einen Haushaltsposten, der ist in den letzten Jahren um 17% gewachsen. Alleine 2016 nochmal um 8%. 8% Steigerung. Das ist ja wirklich gewaltig. 8%, stellen Sie sich vor, die Renten wären um 8% gestiegen. Da hätte Herr Schäuble sofort geschrien und gesagt, meine schwarze Null ist in Gefahr. So, aber bei dem Posten hat kein Schäuble geschrien. Und das ist der Rüstungsetat. Und der Rüstungsetat steigt und steigt. Dieses Jahr um 8%, nächstes Jahr soll er weiter wachsen, auch nach dem ausdrücklichen Wunsch von Herrn Schäuble. Da ist plötzlich die schwarze Null nicht so wichtig. Da hat man Geld, da verschleudert man Geld. Und ich sag mal, das ist nun wirklich das Allerletzte, was dieses Deutschland braucht. Mehr Geld für Waffen und Krieg und Panzer zu verschleudern. Das brauchen wir überhaupt nicht, weil das uns nicht sicherer macht, sondern unsere Sicherheit gefährdet.
Und deshalb auch nochmal zu dem ganzen Thema kurz Sicherheit. Ich meine, viele Menschen machen sich Sorgen. Inzwischen gibt es immer wieder Terroranschläge, auch in Europa, auch in Deutschland. Und da wird dann über Gesetzesverschärfungen diskutiert. Da wird darüber diskutiert, dass wir überall Videokameras an die Straßen und an die Plätze hängen und man glaubt, dadurch wird unser Leben sicherer. Aber nicht dadurch wird es sicherer. Man muss doch mal über die Ursachen reden. Wo kommt denn dieser islamistische Terrorismus her? Der hat doch Ursachen. Also, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wir führen ja jetzt angeblich seit 16 Jahren einen Krieg gegen den Terror. Der erste Krieg gegen den Terror war der Einsatz in Afghanistan. Vor dem Einsatz in Afghanistan, bevor der angefangen hat, gab es wenige hundert international gefährliche islamistische Terroristen. Wenige hundert. Es gab welche, aber es war ganz, ganz klein und ganz wenig. Und es gab kaum Anschläge und in Europa schon gar nicht. Wenige hundert. Nach 16 Jahren Krieg gegen den Terror gibt es hunderttausende international gefährliche islamistische Terroristen. Und warum ist das so? Das ist doch deshalb so, weil all diese Kriege, die wir da geführt haben, teils mit direkter, teils mit indirekter deutscher Beteiligung, in Afghanistan, im Irak, in Libyen, jetzt auch in Syrien, all diese Kriege haben vor allem zivile Opfer. Es sind vor allem Zivilisten, es sind Frauen, es sind Kinder, die dort in diesen Kriegen sterben und die unter den Bomben sterben, die von westlichen Staaten geworfen werden. Und es ist doch völlig klar, das würde jedem von uns, glaube ich, ähnlich gehen. Wenn man einen Angehörigen verliert, weil fremde Mächte das Land bombardieren, dann beginnt man diese Mächte zu hassen. Und dieser Hass, das ist der Boden, auf dem der islamistische Terrorismus gedeiht, weil viele Menschen dann aus Hass tatsächlich sich diesen Dschihadisten anschließen. Und deswegen werden die immer stärker. Und deswegen haben wir das von Anfang an gesagt, aber wir sagen es heute umso lauter. Terror kann man nicht mit Krieg bekämpfen, denn Krieg ist selber Terror. Bombardierungen von Städten, wo ganz viele Menschen leben, das ist Terror, der die Terroristen immer stärker macht. Und deswegen haben wir die klare Position, Schluss mit dieser Kriegspolitik. Und es ist ja auch nicht wirklich ehrlich, wenn gesagt wird, das sei ein Krieg, der vor allem gegen die Terroristen geführt wird. Also wenn man wirklich Krieg führen wollte gegen Regime, die Terroristen finanzieren, hochrüsten, stützen, ja, dann müsste die USA morgen Saudi-Arabien bombardieren. Aber die USA wird Saudi-Arabien nicht bombardieren, weil sowohl die USA als auch alle anderen mit Saudi-Arabien glänzende Geschäfte machen. Herr Trump war ja erst vor kurzem da, Frau Merkel war aber auch da, hat auch diesem Kopfab-Regime ihre Unterstützung, ihre Waffen und als deutsche Waffen oder auch sogar die Ausbildung saudischer Soldaten angeboten. Das heißt, es geht gar nicht um die Bekämpfung des Terrorismus. Wenn wir den Terrorismus bekämpfen wollten, müssten wir zumindest die Terrorunterstützer sofort von den Listen unserer Waffenexporte streichen. Das heißt, in solche Gebiete, an solche Terroristenregime keine einzige Waffe mehr. Aber das passiert nicht. Das gilt ja für die Türkei genauso. Also es ist ja gut, dass jetzt endlich wenigstens die Bundesregierung begriffen hat, dass man Herrn Erdogan in Deutschland nicht auch noch ein Podium bieten darf für seine Propagandaauftritte. Aber trotzdem wird mit der Türkei immer noch eng kooperiert. Trotzdem werden immer noch Waffen an die Türkei geliefert. Und deswegen sage ich auch bei all diesen Kriegen, es geht gar nicht primär darum, Terroristen zu bekämpfen. Dafür gäbe es andere Wege. Sondern es geht primär, und das ist das Zynische, um Rohstoffe, es geht um Gas, es geht um Öl, es geht um Einflusssphären. Und dafür werden Kriege geführt, die hunderttausende Menschenleben kosten. Und ich finde, wenn Deutschland eine verantwortungsvolle Außenpolitik machen will, dann muss der erste Schritt sein, Schluss mit der Beteiligung an den Rohstoffkriegen, an den Öl- und Gaskriegen der USA und ihrer Verbündeten, die diese Welt immer mehr destabilisieren. Ich meine, es ist ja schon kurios, wenn die SPD uns für unsere Außenpolitik kritisiert. Das zeigt doch einfach nur, wie weit die sich von ihren eigenen Wurzeln entfernt haben. Und für die Grünen gilt das Gleiche. Willy Brandt hat doch mal diesen wunderbaren Satz gesagt.
Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Das war die Maxime seiner Kanzlerschaft. Und ich muss sagen, genau das wünschen wir uns wieder als deutsche Außenpolitik. Eine Außenpolitik, die sich an diesem Credo Willy Brandts orientiert. Und wenn die SPD und die Grünen irgendwann mal wieder so weit sind, dass sie bei Willy Brandt wieder zurück zu Willy Brandt zurückgefunden haben, dass sie auch eine Außenpolitik wollen, die auf Entspannung setzt und auf Frieden setzt, dann können sie sich gerne bei uns wieder melden. Dann finden wir vielleicht auch Gemeinsamkeiten. Wir wünschen uns das ja durchaus. Aber was sie sich abschminken können, ist, dass wir als leider letztverbliebene Antikriegspartei unsere Überzeugung auch noch als Eintrittsbillett für eine Koalition an der Kasse verkaufen. Das wird nicht stattfinden. Wir sind Antikriegspartei und Friedenspartei. Und deswegen, ja, wir haben jetzt 4 Jahre lang wieder im Bundestag gezeigt, es gibt wenigstens eine Opposition gegen Sozialabbau, Aufrüstung und Krieg. Und wenn wir im nächsten Bundestag wieder die stärkste Opposition sind und damit die stärkste Opposition gegen Sozialabbau, Krieg und Aufrüstung stimmen, dann ist das auch ein großer politischer Wert, der natürlich auch Regierungspolitik beeinflusst. Man sollte sich nie einreden lassen, man kann eine Gesellschaft nur aus der Regierung verändern. Aber ich sage trotzdem auch ganz offen, natürlich würde ich mir wünschen, dass es uns irgendwann gelingt, die Parteien, die für Aufrüstung, Sozialabbau und Krieg stehen, dass die in der Opposition sitzen und dass die soziale Sicherheit, die Friedenspolitik und die Abrüstung, dass das irgendwann auch Regierungspolitik in Deutschland wird. Das wäre klasse, dafür streitet die Linke. Aber dafür brauchen wir noch ganz, ganz viel mehr Unterstützung. Vielen Dank.